Ich freue mich sehr, Barbara Lochbieler von den Grünen im Europaparlament zum politischen Tagesgespräch bei Phoenix begrüßen zu können. Frau Lochbieler, Sie sind Vorsitzende im Menschenrechtsausschuss hier im Europaparlament. Sie sind im Auswärtigen Ausschuss mit dabei. Trotzdem kann ich Ihnen ein paar innenpolitische Fragen nicht ersparen. Ihre Partei saß bei den ersten Sondierungen, bei den Jamaika-Sondierungen mit am Tisch. Jetzt versuchen es die Alten wieder, also GroKo. Haben sondiert. Jetzt scheint es auf einen großen Showdown auf dem Parteitag am Sonntag bei der SPD hinauszulaufen. Wie erklärt man denn den Kollegen, hier den europäischen Kollegen in Straßburg, dieses Hickhack in Deutschland und was kommen da für Reaktionen? Ja, zuerst ist die Reaktion, dass man sich freut, dass anscheinend die Sondierungsgespräche erfolgreich waren. Der Schulz, der SPD-Führer, ist natürlich hier sehr bekannt und man hofft eigentlich, dass möglichst bald eine Regierung zustande kommt, weil wir brauchen hier für die Europapolitik schon eine funktionsfähige, starke, proeuropäische deutsche Regierung. Also nimmt man das nicht auch mit Verwunderung wahr, dass das so lange dauert in Deutschland oder ist das nur eine Empfindung, die wir Deutschen selber haben? Also Kollegen aus Italien oder Belgien, die haben noch ganz andere Erfahrungen, dass es so lang dauert. Das wird nicht so gesehen. Auch in Wien zum Beispiel, die Kollegen haben auch gesagt, ach, ihr braucht euch nicht so anstellen. Bei uns trinkt man da zuerst mal Kaffee. Also das zeitliche Element ist nicht so stark. Aber man möchte natürlich, dass Deutschland möglichst schnell zusammen mit Frankreich wirklich die Europapolitik voranbringt. Jetzt hat man ja auch als erstes Europa sondiert. Das ist ja immerhin ein gutes Zeichen. Oder ist das für Sie reine Symbolpolitik? Nein, in den Papieren spricht man ja sogar von einem europäischen Aufbruch. Also man will intensiv Europapolitik machen. Es wird an einer anderen Stelle gesagt, die europäische Wertegesellschaft soll eben auch in der EU innen gelten, dass man nachhalten will, dass also auch Staaten wie, das wird jetzt nicht explizit gesagt, aber das interpretiere ich so, wie Polen und Ungarn daran erinnert werden und das nachgehalten wird, dass sie hier nicht regelverletzend sein dürfen, wenn sie zum Beispiel die Justiz so beschränken und eigentlich auch zerbrechen. Wie in Polen, das ist positiv. Wir haben andere wichtige Politikfelder wie die Flüchtlingspolitik. Was dort in den Sondierungen jetzt vereinbart wurde, ist alles andere als wertegeleitet oder menschenrechtskonform. Hier wird ja der Familiennachzug kontingentiert, das ist sehr schlecht. Sehr inhuman. Ich hoffe, dass das noch geändert wird. Und positiv vielleicht auch, was wichtig ist für die Europapolitik. Es wird gesagt, man will in Deutschland eine stärkere Rüstungsexportkontrolle. Und es sollen keine Waffen mehr an die Staaten geliefert werden, die Krieg gegen den Jemen führen. Und da haben wir Grünen erst im November hier im Europaparlament das gefordert. Wir liefern ja immer noch Waffen nach Saudi-Arabien, genauso wie Großbritannien und Frankreich. Und wenn sich das in Deutschland ändert, dann sicher hat es auch einen Einfluss auf die Europapolitik. Und die Frau Mogherini, unsere Außenministerin, braucht da auch den Druck aus Deutschland. Also bei aller Kritik, die ich da höre, ist das dann doch jetzt so eine Art passende Antwort auf die Reformideen von Macron, auf die man ja lange gewartet hat hier in Europa? In Teilen ja. Würde ich schon sagen. Ich denke, es ist auch wichtig, dass er zum Beispiel den Klimaschutz voranbringen will und auch die Elektromobilität ausbauen. Also in den einzelnen Teilbereichen findet man dann schon eine große Überschneidung. Jetzt aber zu Ihrem Spezialgebiet, Außenpolitik. Bulgarien übernimmt die Ratspräsidentschaft hier in Europa. Seit dem 1. Januar. Nicht gerade ein Musterknabe, Bulgarien. Man hat Probleme mit Korruption, man hat Probleme mit der Pressefreiheit. Es gibt politisch motivierte Morde, Auftragsmorde. Diese Ratspräsidentschaft muss man mit einiger Skepsis entgegensehen. Oder was denken Sie? Ja, also die Aussage, die Kernaussage ist erstmal für ein osteuropäischen EU-Mitgliedstaat proeuropäisch. Das ist erstmal positiv zu bewerten. Also Sie haben ja gesagt, Sie wollen ein vereintes, solidarisches Europa. Dann schauen wir auf die Verhältnisse im Land selber. Da ist doch jetzt auch eine Regierung, die sehr diskriminierend gegen die eigenen Roma vorgeht. Die sind 800.000 Leute, die größte Minderheit. Und da müssen wir hier schon in der EU aufpassen, dass sie das nicht nutzen, um auch die EU-Roma-Strategie zum Beispiel schlecht zu machen. Das ist ein Punkt. Die bulgarische Ratspräsidentschaft hat angekündigt, sie wollen sich sehr um den Erweiterungsprozess kümmern, insbesondere um den Westbalkan. Wenn man sich dann anschaut, was das genau ist, dann reden sie nur über wirtschaftliche Reformen. Und wir haben aber Situationen wie zum Beispiel in Bosnien
Bosnien-Herzegowina, die sind sehr schlecht, auch politisch, rechtsstaatlich. Also hier müssen sie den Begriff weiterfassen. Sie haben wie die anderen auch immer nur ein halbes Jahr Zeit. Ich denke, wir müssen genau hinschauen, was sie tun, aber in einzelnen Punkten kann man sie auch unterstützen. Das will ich gerade noch mal aufgreifen. Der Ministerpräsident von Bulgarien kommt ja morgen hierher und wird auch eine Rede halten hier im Parlament. Er kommt schon sehr selbstbewusst hierher und hat ja auch gesagt, er kann im Balkan vermitteln und man wäre auch, hätte Hausaufgaben gemacht und wäre quasi im Wartezimmer für den Euro. Ist das denn wirklich schon so weit oder ist das reine Selbstüberschätzung? Ja, als Regierungsvertreter muss er natürlich das Bild sehr schön malen. Aber es gibt schon große Defizite noch. Also Korruption wird als Thema bearbeitet, aber es ist noch nicht sehr erfolgreich in Bulgarien umgesetzt. Auch das ganze Verwaltungshandeln in den großen Behörden, das ist noch sehr in den Anfängen, dass es wirklich gut funktioniert und nicht mehr so korruptionsanfällig ist. Wenn man auf die Menschenrechtslage im eigenen Land nochmal schaut, also auch hier zum Beispiel die Homosexualität, die LGBTI-Community hat immer große Probleme. Auch werden Hassverbrechen gegen sie nicht geahndet. Armut ist weit verbreitet. Also sie müssen sich schon noch anstrengen. Aber im Vergleich jetzt zum Beispiel, wenn Sie mal die Auftritte bewerten vom Herrn Orban in Ungarn, der ja auch hier immer auftritt fast wie eine Majestät, ja, ist es in Bulgarien vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst im Vorhinein. Aber sonst haben sie eigentlich eine pro-europäische Agenda, die durchaus wollen, dass Europa als Ganzes gestärkt wird und nicht Sie als Nation. Sagt Barbara Lochbieler. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Und damit gebe ich zurück nach Bonn.